Das sind meine Beyblades. Hier ist die Arena. Das alles liegt auf der Arena. Das ist der klassische Beyblade-Halter. Das ist ein... Das ist fast der gleiche, nur ein bisschen andere Form und den kann man von anderen Seiten starten. Und das da ist ein extra Beyblade-Halter. Den kann man nicht nur von hier, von rechts, sondern auch von links starten. Das heißt, der kann sich dann nicht nur so, sondern auch so drehen. Jetzt kommen wir zu den Beyblades. Das ist Horror Suit H2. Viren W2. Odex O2, Evipero E2, habe ich es richtig gesagt? Nebstrius N2, Rock Tower R3. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was soll das mit diesen R2 und so? Es gibt mehrere Versionen. Die erste Version, die zweite Version und die dritte Version. Die dritte Version nennt man Switch Strike. Wir haben hier noch solche Extra-Ringe. Die kann man dann hier drehen. Und man kann sie auch abnehmen. Man kann hier auch noch diese Klingen rausmachen. Will ich jetzt aber nicht. Jetzt... Okay, ich verstehe nicht, wozu man das braucht. Ich meine, das berührt doch nicht den Beyblade. Wenn die kämpfen, berührt es den doch nicht. Das ist doch nur Dekoration. Wie wir kämpfen, sieht ihr gleich. Doch erstmal zeige ich euch die Arena. Es gibt sehr viele verschiedene Arenen. Ich habe jetzt so eine blaue Arena. Die wäre cool, wenn die so sein würde wie in den Filmen, aber das ist leider nicht so. Übertrieben klein und... Ich denke, man könnte wie in einem Film sowas machen. Die sind einfach nur etwas faul. Aber egal. So sieht die Arena aus. Überall gibt es einen Scan-Code. Hier kann man das scannen. Hier. Und wenn ihr den Beyblade aufmacht, kann man hier drinnen auch scannen. Das kann man dann auf der App scannen. Aber das geht nur auf iPhone-Geräten und, glaube ich, Android.